Hallo ihr Lieben, hier ist Claudia von MeTime Kreativ und wir basteln heute mal wieder was Schönes zusammen. Ich verschenke total gerne Bücher und da habe ich mir überlegt, es wäre ja toll, dazu eine passende Karte zu machen. Deswegen machen wir heute eine Lesezeichenkarte. Ich habe mir schon ein bisschen was zurechtgeschnitten, das zeige ich euch jetzt einmal und dann können wir loslegen. Ich habe mir aus Kraftpapier zum einen eine Kartenbasis zugeschnitten, beziehungsweise eine Grundkarte in 30x15 und bei 15 gefalzt, sodass wir eben ein Cover von 15x15 haben. Wer kein 12x12-Inch Papier hat, kann natürlich auch mit 14,8 hier arbeiten und das aus einem normalen DIN A4-Bogen ausschneiden. Dafür habe ich mir eine Kartenauflage zurechtgeschnitten in 12,5 x 12,5. Dann fürs Lesezeichen brauchen wir so ein Dreieck. Das Lesezeichen wird nachher die Größe 10x10 haben. Dafür habe ich mir ein Quadrat zurechtgeschnitten in 20x20 und das Ganze einfach halbiert. Da habe ich einfach, zeige ich euch mal kurz, die beiden Ecken hier in meine Schneidemaschine reingelegt und das Ganze zurechtgeschnitten. Dann brauchen wir zwei Auflagen fürs Lesezeichen, auch wieder in Kraftbraun. Dann habe ich mir ein Stück Designpapier zurechtgeschnitten. Diese haben 9,5 x 9,5. Das Designpapier ist in der Größe 9x9. Das kommt aus diesem wunderschönen Set von Reprint, Music and Roses. Und dann brauchen wir noch zum Stempeln ein bisschen Restpapier in Elfenbein, passend zum Kartenaufleger. Wir starten als erstes mit dem Lesezeichen. Für das Lesezeichen nehme ich mir als erstes mein Dreieck zur Hand und markiere mir dort die Mitte. Beziehungsweise, wenn ich ein Geodreieck habe, kann ich das auch einfach anlegen. So. Und gucke, dass es hier an dieser Kante bündig liegt. Und markiere mir hier mit einem Bleistift die Mitte. Das sieht man jetzt auf dem Bordeaux-Rot so schlecht. Einmal da. Und dann gehe ich mir mit meinem Schneid- und Falzbrett hin und falze mir einmal das Ganze, indem ich so anlege. Hier ist die Markierung. Die lege ich mir in die Führungsschiene ein. So, und falze einmal diese Seite. Und dann drehe ich mir das Ganze und mache es mir am besten, jetzt ist es hier ein bisschen eng, hier unten lege ich es mir dann auch nochmal an. Auch dann wieder mit der Markierung hier in der Rille. Muss ich einmal gucken, so. Und falze mir das auch. Und dann habe ich quasi hier ein Quadrat, das wird die Vorderseite von meinem Lesezeichen und zwei Dreiecke, die falzen wir uns schon mal nach hinten um. Ja, und haben dann schon mal das Grundgerüst für ein Lesezeichen. Als nächstes kümmern wir uns einmal um die Aufleger. Und zwar habe ich mir überlegt, dann nehmen wir diese beiden Schätzchen hier, die ein bisschen mit Weiß zu bestempeln. Ich habe jetzt hier das Memento Lux Kissen in Wedding Dress, so heißt die Farbe, und nehme hier einen relativ alten Tech-Stempel. Ich finde aber, der passt super zum Designpapier, deswegen verwende ich den heute auch. Und lasse mir das einfach hier auf der einen Folie drauf. Und gebt mir da ein bisschen Stempelfarbe auf. Da ich nur die Ränder verschönern werde, bleibe ich auch hier so ein bisschen an den Rändern einfach. Es muss auch nicht genau gleichmäßig gestempelt werden. Und dann nehme ich mir einfach die Folie und gehe mir da
so wie ich lustig bin, einfach mal drüber. So. Das muss überhaupt nicht gleichmäßig sein. Das gleiche mache ich auch bei dem anderen Aufleger. So. Und das Schöne an dieser Memento-Farbe ist, obwohl sie permanent ist und auch auf vielen Unterlagen trocknet, dass man sie einfach mit einem Tuch und Wasser wieder abputzen kann. Das heißt, ich sprühe mir jetzt einfach ein bisschen Wasser auf mein Mikrofasertuch und reibe das über den Stempel. Bei Stayson bräuchte ich ja jetzt wieder den Stayson-Reiniger. Das brauche ich hier nicht, da kann ich einfach wie bei normaler Stempelfarbe auch einfach drüber gehen und das Ganze reinigen. Bei einer Glasunterlage genauso. So. Dann möchte ich einen Spruch stempeln auf dieses Papier, auf das Designpapier. Das habe ich mir schon in meine Stempelhilfe zurechtgelegt, was wir heute brauchen. Und zwar nutze ich heute die Stempel aus dem Kulrike Adventskalender. Da habe ich hier einmal, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, ist es nicht das Ende. Das finde ich auch passend, wenn man jetzt ein Buch hat. Da hofft man ja auch immer auf ein Happy End. Den nehme ich mir auf. Und zum Stempeln habe ich mir jetzt ausgesucht das Sandgrau. Von Faltkarten. Und das stempel ich jetzt einfach auf mein Designpapier drauf. Bis es mir gefällt. So. Mach mir auch da einmal den Stempel sauber und wenn wir schon mal die Stempelhilfe hier haben, stempel ich mir auch einmal die Eule auf mein Reststück in Elfenbein. So. Und da nehme ich passend zu dem Kraftbraun das Ginger Root von Kurike. Und stempel mir damit eben die Eule auf mein Papier auf. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher und stempel meistens alles dreimal, wenn ich schon mal die Stempelhilfe da habe. So, das darf jetzt auch einmal trocknen. Und damit hier dieser Aufleger noch ein bisschen mehr Textur bekommt, nehme ich mir dieses Stempelset von Crafters Companion. Das heißt Textured Opulence. Und da sind ganz viele schöne Hintergrundstempel drin. Und dann nehme ich mir jetzt hier einfach mal den großen auf den Stempelblock. Oh, leider sind meine Stempelblockade zu klein, ist aber auch nicht tragisch, weil wir sowieso nicht jetzt hier ein ganz genaues Bild abhaben wollen. Und dann nehme ich mir eben auch wieder das Ginger Root, das ein bisschen, nicht ganz so dunkel wie das Sandgrau für die Schrift. Nehme mir auch ein Schmierpapier, das ich auch nochmal abstempeln kann und gebe mir das auf den Stempel. Jetzt gucke ich mal eben. Ja, der zweite Abdruck ist schon besser für das, was ich vorhabe.
Und dann gehe ich mir auch hier einfach so ein bisschen in die Ecken und gebe eben noch ein bisschen Textur mit rein. So. Und damit nachher der Rand nicht ganz so krass wirkt, nehme ich mir auch nochmal das Ginger Root mit einem kleinen Pinsel, stupse es ab und gehe mir hier nochmal an den Kanten entlang und ink mir die so ein bisschen ein. Das sieht man jetzt gar nicht so dolle, aber der Unterschied macht es dann halt aus, dass es einfach nicht so ganz krass ist. Man könnte jetzt natürlich auch noch mit einer Schere an den Seiten entlang gehen und die so ein bisschen ausfransen. Das mache ich jetzt aber extra nicht, weil beim Lesezeichen, finde ich, sollte es ja möglichst glatt und dünn sein. Ich schneide mir jetzt nochmal das Äulchen aus, dann können wir das Lesezeichen auch schon zusammensetzen. Das sind alle die Komponenten, die wir fürs Lesezeichen brauchen. Und das kleben wir jetzt einfach zusammen. Hier ist mir eingefallen, das kommt ja auf die Rückseite. Und da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr ja, Textur drin. Deswegen gehe ich einfach nochmal mit diesem Opulent-Stempel einmal hier ungleichmäßig drüber. Da habe ich auch nur an einigen Stellen Stempelfarbe aufgenommen, dass es eben nicht ganz so gleichmäßig wirkt. So. Und auch da könnt ihr natürlich machen, wie ihr es möchtet. Ich würde jetzt einfach alles zusammenkleben. Dafür nehme ich meinen Flüssigkleber, meinen Tombow, auf die Vorderseite kommt natürlich der Spruch. So. Und dann können wir das auch schon aufs Lesezeichen kleben. So, ich möchte das nachher hier so reinstecken, deswegen achte ich darauf, dass die offene Seite hier unten ist. Und klebe das mittig hier auf die Vorderseite drauf. Und auf die Rückseite. Kommt dann dieses bestempelte Stück. So, dann gucke ich, dass das schön liegt und gebe mir das möglichst mittig darüber. So, und drücke es mir auch gut fest. Wenn jetzt hier noch so eine kleine Ecke übersteht, nehme ich einfach meine Schere und korrigiere das ein bisschen. So. Und dann kommt vorne noch die Eule mit drauf. Dann klebe ich einfach hier mit ein bisschen Flüssigkleber auch oben in die Ecke. So. Dann ist unser Lesezeichen schon mal fertig. Und das funktioniert jetzt so, wenn ich ein Buch gelesen habe, kann ich hier einfach das Lesezeichen
über die Ecke der Seite schieben, wo ich jetzt gerade bin. Und dann guckt oben die Eule ein bisschen raus und ich weiß genau, wo ich gerade am Lesen war. Wer nur ein Lesezeichen machen möchte, ist jetzt schon fertig. Ich möchte das Ganze in eine Karte integrieren. Das heißt, ich nehme meine Grundkarte und meinen Kartenaufleger zur Hand. Und bei dem Kartenaufleger möchte ich auch noch ein bisschen Textur in den Hintergrund bringen. Nehme mir dafür wieder meine beiden Texturstempel zur Hand. Und gehe auf das elfenbeinfarbene Papier hier wieder mit dem Ginger Root. Fährt mir als erstes den Spruchstempel so ein bisschen ein. Und gehe hier einfach ungleichmäßig, wo es mir gerade passt, einmal drüber. Und damit die Karte auch noch schön aussieht, wenn das Lesezeichen raus ist, stempel ich gleich auch noch einen Spruch. Herzlichen Glückwunsch. Als erstes würde ich allerdings mir den Schlitz fürs Lesezeichen reinmachen. Dafür lege ich mir das hier einfach auf, so dass es mittig ist, wo ich es haben möchte. Und nehme mir wieder meinen Bleistift und markiere mir hier oben und hier unten einen Punkt. Die sieht man jetzt aufgrund des Stempels relativ schlecht. Da und da. Und auch das schneide ich mir mit meiner Schneidemaschine zurecht. Dafür lege ich das hier mit den Ecken in die Führungsschiene. So. Und steche dann mit meiner Schneidklinge, die kann weg, hier in die Mitte rein. Guck noch mal, wo meine Markierungen sind. So. Und gehe bis zur Markierung. So. Und das ist eben dafür da, dass ich nachher mein Lesezeichen hier so reinstecken kann. Und der Beschenkte, der die Karte bekommt, das auch wieder rausziehen kann. Und dann kommt noch der Spruch in die Mitte. Dafür nehme ich mir dann wieder meine Stempelhilfe. Und eben diesen herzlichen Glückwunsch. Man könnte jetzt auch für dich nehmen, das finde ich allerdings hier ein bisschen klein. Das Set heißt Blumige Grüße. Und lege mir das hier passend hin, so dass es eben auch vom Lesezeichen verdeckt wird. Und das stempel ich wieder mit dem Sandgrau, also ein bisschen dunkler. Und auch hier gehe ich wieder zwei, dreimal drüber. Ist einfach Gewohnheit, ne? Und auf der Kartenfront selber darf ja ruhig ein bisschen, ein bisschen was Erhobenes sein. Deswegen nehme ich mir jetzt noch meine Schere, so eine alte, die ich hier noch so stehen habe, und raue mir hier so ein bisschen die Ränder ab. Dann hat das noch so ein bisschen Textur. Da gibt es auch so extra Werkzeuge für. Wenn ich das finde, verlinke ich es euch auch unten. Das geht auch, weil mit der Schere muss man schon vorsichtig sein, damit man nicht zu weit ins Papier reinschneidet. Aber so ein Werkzeug habe ich bis jetzt irgendwie noch nie mir angeschafft. Ich glaube, das
Und dann sieht das Ganze so aus. Hier an den Rändern halt ein bisschen eingeratscht. Und dann kann ich das Lesezeichen hier mittig platzieren und mir das Ganze auf meine Grundkarte aufkleben. So. Und zwar gehe ich da mit dem Kleber wirklich halt da entlang, wo das Lesezeichen jetzt nicht rausguckt. Sprich hier in dem oberen Dreieck einmal komplett. Und dann hier an den Rändern noch ein bisschen. Und dann drehe ich mir das um und klebe das möglichst mittig auf meine Grundkarte. So drücke ich es mir fest. Ich kann auch jetzt das Lesezeichen einmal rausnehmen. Das Ganze schön andrücken. Und wenn es getrocknet ist, nehme ich einfach mein Lesezeichen und stecke es hier rein. Ich würde natürlich dann innen drin schreiben, es handelt sich um eine Lesezeichenkarte. Die Vorderseite könnte ich rausnehmen, damit der Beschenkte das auch weiß. Und ja, das würde ich jetzt zusammen mit einem Buch verschenken. Und finde ich ganz schön. Hier mache ich gleich noch einen weißen Aufleger rein. Und dann ist die Karte fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Und wünsche euch ganz viel Kreativität und Gesundheit vor allen Dingen. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, eure Claudia.